herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. So. Warte mal. Diesel? Ja? Eigentlich gehört mir da ein bisschen Geld für, oder? Hab ich dir doch letzte Woche gezahlt. 5000 hast du gesagt, behalt mal, das hast du nötiger. Ja, stimmt. Hab ich recht, oder? Ja. Gut. Okay. Tschüss. Tschö. Ja, abzocken will ich ihn ja jetzt auch nicht unbedingt. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ach, Handbremse an, oder was? Ja. Auf den Weg nach Hause, zu meinen Feldern. So. Und gucken, dass wir da morgen früh dann gleich loslegen mit Ernten. Oh. Volker Varuna, hallo. Hallo. Ja, Franz, wo kommst denn du her? Moin. Hi. Ja, ich war im Urlaub. Ey, kannst du nicht einfach abhauen? Das ist ein bisschen kritisch. Warum? Ja, es hat mich gebraucht zu Hause und da musste ich halt. Ja, sag's nächstes Mal wenigstens Bescheid, ey. Ja. Hab schon die Krankenhäuser angerufen und gefragt, ob du eingeliefert wurdest. Nee. Weiß man ja nie. Ja, dann freut's mich, aber ich hoffe, dass der Urlaub reicht jetzt eine Weile. Ja, was soll ich denn machen? Guck mal ins Tablet, in die Produktion rein, ob da was zu tun ist. Ja. Ansonsten müssen wir morgen ernten. Die 106, die 109 und die 102, glaube ich. Zwei Pachtfelder an Land gezogen. Okay. Also die, wo da unten liegt. Bin gerade schon mit dem Drescher auf dem Weg. Warte mal, habe ich Schneidwerk überhaupt angehängt? Ja, okay. Das wäre jetzt toll gewesen, wenn ich das vergessen hätte. Ansonsten guck mal in die Produktion. Ah, am Sägewerk müssten wir noch ein paar Kohlepaletten verladen auf die Plattform, die da steht. Was müssen wir verladen? Holzkohle. Holzkohle auf die Plattform. 8 Paletten gehen drauf. Ja, dann mache ich das mal. Jo, gut. Dann rufe ich dich später an wegen dem Abfahren vom Getreide. Jo. Danke, tschüss. Tschüss. Perfekt, wenn der wieder da ist, ey. Je nachdem könnten wir auch gucken, wenn wir nachher Zeit haben, dass wir der Gemeinde die Holzkohle hochfahren. Achso, ne, wir haben kein Dings da. Kein, wie heißt denn das? Hakenlift. Dünger habe ich, glaube ich, gekauft, aber Saatgut haben wir, glaube ich, keins. Mal gucken, wie wir da hinkommen. So, dann sind wir gleich da. Aber ich glaube, ich fahre auch erstmal nach Hause und guck nochmal ins Tablet.
Oh oh. Und das 6 müssen wir anfangen zu ernten. Ich weiß gar nicht mehr, was da drauf war. Zweimal Gerste. Gerste ist gut. Und Mohn. Habe ich eigentlich noch was im Silo? Tabak ein bisschen. Woher habe ich eigentlich dieses Gras? Keine Ahnung. Oh doch, hier, Sojabohnen. 676. Was sagt das Konto? Ja. Wir machen gerade immer ein bisschen Minus. Das ist nicht so gut. Mal gucken, dass wir mal langsam ins Plus kommen. Holzkohle. Ah, da brauchen wir schon wieder Hackschnitzel, ey. Holzkohle, Karton. Karton ist voll und hier stehen, glaube ich, auch 10 Paletten noch davor. Das heißt, da haben wir 20 Paletten auf Halde. Papierproduktion ist auch voll. Da haben wir 11 Paletten. Sieht eigentlich gerade alles ganz gut aus. Paletten. Ja. Aber das passt auch, weil Leerpaletten ist, glaube ich, voll. Palettenproduktion. Da. Wir sind ganz gut aufgestellt. So. So. Das Feld da hinten, das wäre auch noch schön. Dann hätten wir direkt eins am Hof. Warte mal, ich könnte eigentlich den Dinger schon zurechtstellen, oder? Achso, der ist gar nicht angekoppelt. Steht der parat und dann ganz gleich losgehen. Beziehungsweise ich fahre einfach schon mal rüber. Das war ja klar. Das war klar, dass wenn ich mich da reinsetze und dann geht's los. So, haben wir natürlich hier einmal Mist gebaut. Wollte den Drescher zuklappen. Geht ja nicht, dass ich hier offen durch die Gegend fahre. Gut. Dann fahren wir mal zum Feld. Gerste, da haben wir auch Stroh mit dabei. Bin gerade am überlegen, ob wir aus dem Stroh Ballen pressen sollen. Dann kann man anrufen. Gleich.
und fragen, ob die eine Ballenpresse haben. Moment, fahre ich doch schon vorbei. So. Ups. Oh, dann telefonieren wir mal. Hallo, ist der Neumann. Hallo Neumi, Volker hier. Ja, moin. Habt ihr eine Ballenpresse? Nee. Das ist aber doof. Ich wollte nämlich Strohballen machen. Strohballen? Jo. Weißt du, ich habe hier zwei Felder gepachtet. Da ist beides mal Gerste drauf. Und da dachte ich, da mache ich Strohballen, die kann ich gut lagern. Also Nikolas. Wollen wir uns eine über Express-Lieferung machen? Also ich brauche ja eine Weile, ne? Also frag ihn mal, was er für Ballen machen möchte. Quader oder Rundballen? Quader gefällt mir besser. Okay, ja, dann... Ach ja, die Steuern muss ich mir dann noch aufschreiben, ja. Dann würde ich die buchen wollen. Also zumindest zum Pressen. Jo. Wie rechnet ihr das ab? Nach Anzahl oder? Wir haben noch gar keine Liste dafür, weil wir noch nie so eine Maschine hatten. Achso. Ja, dann sag's mir halt Bescheid. Also das soll nicht gewickelt werden, einfach nur Stroh. Ja, nur Strohballen erstmal. Ja, Strohballen. Okay. Gut, dann warte ich aufs Angebot. Oder dann 106 und 102 wären das. 106 und 102, okay. Jo. Ja. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Oh. Hoffentlich reicht die Zeit hier. Ich hab's ja schon angekündigt, es wird absoluter Erntestress. Wir müssen das Feld hier ernten. Wir müssen drüben das Mohnfeld ernten. Wir haben das andere Pachtfeld noch, wo ich ernten muss. Das wird ein paar Tage Horror jetzt. Aber so ist es halt im Sommer, ne? Alle müssen ernten. Franz? Ja. Kannst du mit dem Glas vom Hof und dem Joskin zum Feld kommen? Ja, welches? Die 106, weil ich muss mich ein bisschen sputen, das ist nicht mehr so lang gut. Okay, ich komm. Ja, nicht, dass ich da dann, dass uns die Ernte flöten geht, das wäre doof. Okay, dann gut, weil ich mag Ballettenstapel, nee, nicht. Okay. Ja, da bin ich ein bisschen kaum, das kann ich nicht so gut. Hast du Erfahrung mit Ballen verladen? Ja, das weiß ich nicht. Habe ich noch nicht so oft gemacht. Weil ich habe beim Neumann eine Ballenpresse geordert fürs Stroh. Okay, was müsste ich probieren, habe ich lange nicht gemacht. Ja, gucken wir dann mal. Also so. Es wird wahrscheinlich sowieso erst übermorgen oder sowas. 109 war das Feld. Da, wo ich gerade am Ernten bin, 106. Okay, dann komme ich. Gut, danke. Tschüss. Tschö.
Gut, keine Zeit verlieren. Wie voll ist das Ding? Oh, 10.000 Liter schon. Das ist dann genau richtig. Da wird einiges an Gerste runterkommen. 17.000 gehen hier, glaube ich, rein. 11 haben wir. Hoffentlich reicht die Zeit, ey. Da kommt er schon an, ey. Der ist aber flott unterwegs heute. Dann werde ich gleich mal wenden. Und dann kann er side by side abtanken. Ups, falsch rum. Ja, warte mal. So. Volka. Ja. Wenn du die andere Seite herumdrehst, kann ich dich während dem Fahren abladen. Ja, das ist mein Plan. Ach so. Also. Was ist denn jetzt los? Spinnt der Tempomat auch noch. Haben wir drin. Ah, 14. Wie schnell fährst du? 12, glaube ich. Ja, 12. Das ist ein breiteres Schneidewerk. Nee. Nicht? Standard. Ups, also. Es werden stressige Tage, sag ich dir. Ja, das glaube ich. So, jetzt. Oh, läuft. Ist leer, glaube ich, oder? Nee, hab noch was drin. 8.000, 6.000 oder so. Ja. Das Display hier ist so klein, ich erkenne da nie was. Sind es noch 4? 3? 2? 1? Und leer. Ins Hofsilo. Ja, erstmal. Kannst du auch mal die Pflegebereifung drauf machen? Die gescheite Bereifung drauf machen. Ja. Da fährt noch Pflegebereifung rum. Hallo, hier ist Herr Neumann. Ja, ich bin's nochmal. Servus. Servus. Ich bin am Überlegen. Ich wollte ja Ballen machen. Ja. Ich habe aber keinen Ballenanhänger. Das ist heißt natürlich, ich bräuchte noch so ein Ding von dir. Also, würde auch einen kaufen. Wenn es da was Günstiges gibt.
Am besten irgendwas, wo ich flexibel nutzen kann. Also eventuell Bordwände runter. Und so. Also am besten was, wo ich auch Bordwände drauf machen kann. So. Also einen ganz normalen Anhänger, so. Irgendwas, ein Tandem oder so, mit wo ich Bordwände draufschrauben kann oder ihn eben als Ballenanhänger benutzen oder für Paletten oder so. Jetzt einen reinen Ballenanhänger, das macht bei mir keinen Sinn. Weil ich muss ja auch mal Paletten ausfahren oder sonst was. Oh, ich habe was vergessen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dann. Tschüss.